Ja, hallo Leute, heute geht es um ein Thema, das sehr breiten Raum einnimmt, das für mich eines der wichtigsten Themen ist, die es überhaupt gibt, und das ist Bildung. Was ist Bildung? Ich werde das mal anders erklären, weil was ist Bildung ist eigentlich vielen Leuten bewusst. Aber was gehört noch dazu? Also was ist Bildung aus der Sicht unseres Gehirns? Wie würde unser Gehirn Bildung definieren, beschreiben? Bildung, Erziehung und Therapie ist aus Sicht des Gehirns ein und derselbe Prozess. Was heißt das, wenn man versteht, was dieser Zusammenhang für uns bedeutet? Wir trennen das ja. Wir sagen, Bildung ist, ich gehe zur Schule, Therapie ist, du hast ein Problem, löst das mal auf. Und Erziehung ist das, was zu Hause stattfindet. Ja? So, viele erwarten das jetzt von Pädagogen, dass sie es in der Schule machen. Gut, da werden sie auch ein bisschen erzogen, aber meistens werden Kinder von den Eltern erzogen. Da passiert eigentlich das Gleiche. In diesen drei Feldern passiert ein und das Gleiche für das Gehirn. Für uns ist es ein Unterschied, weil wir sagen Problem, Therapie. Was wissen wollen? Bildung. Wissen, wo es lang geht? Erziehung. Das denken wir so. Und wir denken, das sind drei unterschiedliche Dinge, obwohl es ein und das Gleiche ist. Aus Sicht des Gehirns ist eigentlich alles, was wir tun, Bildung, weil unser Gehirn lernt immer. Und mit immer meine ich immer. Es ist immer der Fall, dass wir etwas lernen. Selbst wenn wir schlafen, lernt das Gehirn. Das weiß die Hirnforschung heute. Verarbeitungsprozesse finden da statt, und so weiter. Also das Gehirn lernt immer. Das Gehirn bildet sich seine Welt immer. Das heißt, wir können nicht einfach sagen, wir gehen zur Schule und da werden die Kinder gebildet. Das ist eigentlich völliger Quatsch. Da werden die Kinder nicht nur gebildet, sondern auch gebildet. Oder wenn ich Konfliktgespräche in Beziehungen habe oder mit meinen Kindern oder mit meiner Partnerin oder auf der Arbeit vielleicht, dann sind das ebenfalls Bildungsgespräche in Wirklichkeit. Bildungsgespräche aus Sicht des Gehirns. Nicht? Oder wenn ich erzogen werde. Es ist ein und das Gleiche. Und das ist den allermeisten Menschen, die mir begegnen, überhaupt nicht bewusst. Weil wir das so ganz knallhart getrennt haben. Also was ist Bildung eigentlich wirklich, wenn man das aus Sicht des Gehirnes weiß? Bildung bedeutet, dass die Welt ein offenes Feld ist und ich ständig in ihr unterwegs bin, um Lösungen zu bekommen auf die Probleme und die Verhältnisse, die ich dort vorfinde. Das ist eigentlich auch schon der Evolutionsgedanke, also biologisch betrachtet der Evolutionsgedanke. Aber bleiben wir bei der Bildung. Was sind wir und was könnten wir sein, wenn wir verstünden, dass Bildung etwas ganzheitlich Universelles ist und nicht nur in der Schule stattfindet oder nicht nur beim Lesen eines Buches stattfindet, sondern überall. Es findet immer Bildung statt. Die Synapsen regen sich immer und das Wachstum der Synapsen wird eigentlich immer angeregt. Und besonders verbunden wird es bei emotionalen Ereignissen, wo ich richtig emotional dabei bin, da bildet sich das am besten. Und wo sind die Kinder in der Schule emotional am besten dabei? Schwierig. Wo sind sie emotional richtig aktiv in der Schule? Da sind die oftmals gelangweilt. Wo sind sie aktiv? Ja, bei Computerspielen, in den Netzwerken und so weiter. Da werden sie richtig gebildet. Ja, da werden also Nervennetze richtig gebildet. Da findet Bildung bei denen viel intensiver statt, weil sie das emotionale Konzept, das sie haben, plötzlich richtig hochfahren. In der Schule wird es runtergefahren oft. Ne? Und das ist halt der Fehler, den die Schule macht, wenn es um Bildung geht. Und bei der Erziehung ist es genauso. Ich kann meine Kinder nur erziehen, wenn ich sie in eine positive emotionale Lage versetze, mit mir zusammen in eine Beziehung einzugehen, die eine Bindung erzeugt, die eine Dichte erzeugt und das immer dichter und besser wird, dann erziehe ich als Mensch meine Kinder am allerbesten. Aber das Wort Erziehung ist eigentlich auch schon völlig verkehrt, weil ich ziehe es an mein Weltbild heran und es wird dann so wie mein Weltbild, weil ich ständig in der Überprüfungsphase bin, ja, mein Kind soll dies machen, das machen. In Wirklichkeit soll es nur meinem Weltbild gehorchen. Nicht? Und das ist in dem Sinne auch keine Bildung. Aber das könnt ihr bei Arno Groen ganz wunderbar nachlesen, bei dem Buch, bei seinem Hauptwerk Der Fremde in uns. Da wird das sehr gut dargelegt.
Was könnten wir sein und was sind wir? Ich empfehle euch einfach mal, dieses Buch zu lesen. Gerald Hüther ist einer meiner Favoriten, was Bildung angeht, was wir sind und was wir sein könnten. Das ist eigentlich eine Kritik. Dieser Satz impliziert eine Kritik an das, wie unsere Gesellschaft strukturiert ist. Dort dürfen wir etwas sein, können aber nicht sein, was wir wirklich sind. Nicht? Und das ist eigentlich auch immer mein Hauptthema. Oder ein anderes Buch, das ist von Manfred Spitzer. Manfred Spitzer halte ich für ebenfalls genauso wichtig wie Gerald Hüther. Medizin für die Bildung, Wege aus der Krise. Also ein Weg aus der Krise. Ja? Und hier steht auch sehr gut drin, was Bildungseinrichtungen eigentlich machen müssen, mit sehr vielen wissenschaftlichen Fakten, was Bildungssysteme machen müssen, damit tatsächlich eine Bildung stattfindet und nicht eine Anpassung an ein System, denn das findet über unsere Bildungssysteme statt. Schule ist heute nicht ein Ort von Bildung ganz allein. Also das Gehirn bildet sich ja immer, habe ich ja gesagt. Also auch in Schule findet das natürlich statt. Aber wenn ich wirklich einen Bildungsort schaffen möchte, dann muss ich einen Ort der Begegnung schaffen. Dann muss ich einen Ort der Begeisterung schaffen. Ich muss einen Ort der Beziehungsbindungen schaffen. Nur dann lernt eigentlich der Mensch. Der Mensch lernt von Vorbildern, die er selber aussucht, die er selber hat, weil er an sie emotional auch ein wenig gebunden ist, weil er die toll findet. Weil er die irgendwie sagt, boah, klasse, 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 super Leute, super, ein super Typ ist das oder eine super Frau ist das. Ne? Und was die macht, ist richtig klasse und das möchte ich eigentlich auch gerne machen. Und dann hat man ein Vorbild, dann ist man teilweise auch begeistert bei der Sache, weil man will in diese Richtung gehen. Nicht? Und das ist wichtig, Vorbilder sind total wichtig vor allem für Kinder und Jugendliche. Nicht Autoritäten im Sinne von, ich sage, du tust. Ja, das ist völliger Schwachsinn. Weil dann setzt sich sehr viel Angst frei im Gehirn der Menschen. Und bei Angst lernt das Gehirn eigentlich wenig. Es kann zwar unter Angst lernen, aber nur etwas, was der Mensch dann verbindet mit, schon wieder Goethe-Dichter auswendig lernen. Nicht? Und das, was Goethe wirklich gemacht hat und das, was das Gedicht wirklich aussagt, das wird überhaupt nicht gelernt. Die Freude am Gedicht lesen, die Freude meinetwegen auch am Musizieren der klassischen Musik, die Freude am Zuhören der Geige und sowas alles. Und das wird oft kaputt gemacht. Das wird dabei kaputt gemacht, weil ich in einer völlig falschen Beziehungsbindung in einer Angstblase sitze und Angst habe vor diesem Lehrer, weil schon wieder dies, oder ein unangenehmes Gefühl habe gegenüber der Lehrerin, schon wieder dies, und dann damit versaue ich das ganze Fach. Das kennt irgendwie jeder, der eine Schule gewechselt hat, vielleicht in die Berufsschule kam oder aufs Gymnasium oder ins Studium kam und plötzlich sagte, zum ersten Mal macht mir Physik Spaß. Ich habe noch nie Physik, fand ich immer bekackt. Aber in Wirklichkeit fand er die Physik nicht scheiße, sondern er fand den Lehrer scheiße oder die Lehrerin und verband das mit und hat das mit dem Unterrichtsfach verbunden, ja, und hat das im Grunde genommen gleich damit runtergedrückt und wollte sich nie dafür interessieren, weil in Wirklichkeit wollte er vom Lehrer weg. Der Lehrer hat ihn nie interessiert. Und das sind Dinge, die der Mensch braucht, wenn er gebildet werden will. Er muss mit einer Begeisterung und mit einem Willen dabei sein, dass er es wirklich möchte. Und das findet in unserer Gesellschaft ja auch nur noch rudimentär statt. Das findet nicht mehr statt. Groß. Weil wir alle Pflichterfüller geworden sind. Wir müssen Schulpflicht, ja, das erzieht uns zu Pflichterfüllern, aber nicht zu begeisterten individuellen Bildungsträgern, wo wir sagen, Bildung macht Spaß. Und wenn wir zum Beispiel, das kennt auch jeder, wenn man mit Kindern zusammen ist und man geht mit denen in den Wald, da geht die Post ab. Das ist unglaublich, was diese Kinder machen. Die bauen quasi Dämme, bauen vielleicht kleine Städte und so weiter. Die sind so kreativ und so ingenieursbesessen, architektonisch und alles dabei, wo ich mir manchmal denke, boah, da könnte man echt ganz schön was mit anfangen. Aber es wird in der Schule halt überhaupt nicht beachtet, nicht gesehen und es wird halt durch die Bildungssysteme auch oft kaputt gemacht. Das individuelle Lernen ist der wichtigste Bildungsträger, den der Mensch für sich selbst herausbringen kann. Aber dazu braucht er Vorbilder, die das akzeptieren und die mit auf den Weg bringen. Das wäre eigentlich ein Bildungssystem, das sehr wichtig wäre für alle Menschen und nicht dieses Frontalunterricht-Bildungszeugs, was Bulimie-Lernen bei den meisten erzeugt. Also ich kriege eine 1, aber danach habe ich es vergessen. Ne, ich komme meinetwegen, ich kriege eine Qualifikation, um da und da hinzukommen, aber 3 Monate später habe ich vergessen, warum ich ja ein halbes Jahr für die Qualifikation gebüffelt habe und der ganze Stoff ist weg. Also, und das findet ja hauptsächlich statt
bei der Bildung. Bei der Arbeit ist es genauso. Wenn ich als Pädagoge oder als Sozialarbeiter verpflichtet werde, so und so viele Seminare machen zu müssen, dann habe ich irgendwann gar keinen Bock mehr, auch nur irgendein Seminar zu machen. Und die Begeisterung, und ich sträube mich richtig, mich begeistern zu können für irgendeinen Vortragenden oder Workshopleiter oder Leiterin, der vielleicht interessante Sachen mit mir machen könnte und mir einen neuen Horizont bieten könnte, aber ich sträube mich von vornherein und dann lerne ich auch als Pädagoge nicht. Die machen eigentlich genau das Gleiche wie ihre Schüler, nur merken sie es halt nicht. Die merken das gar nicht, weil sie nicht mit Begeisterung dabei sind. Und sie reflektieren auch nicht empathisch, was sie eigentlich selber tun müssen, laut Lehrplan, nicht? Laut Schulbehörde und so weiter und so fort. Ja, das ist eigentlich Bildung. Bildung ist etwas, das den Menschen in seiner Kreativität freie Entscheidungsbefugnis gibt und den freien Willen fördert, zu tun und zu lassen, was ihm laut seiner Vorstellungskraft nach vorne bringt. Das ist eigentlich in groben Zügen das, was Bildung erreichen müsste. Bildung ist auf gar keinen Fall auswendig lernen. Der Lehrer sagt, ich will es eigentlich gar nicht und Bach ist dann geboren und dann ist er gestorben und Beethoven hat 9 Sinfonien geschrieben. Ja, ist ja toll. Ne? Sinfonien hören und mit dabei machen ist eine ganz andere Nummer. Es gibt 3 Säulen der Bildung für mich. Das muss jetzt nicht die Runde machen, aber für mich gibt es 3 Sorten der Bildung. Das ist einmal die Frontalbildung, das ist das, was wir in der Schule lernen. Dann ist das die konsumierte, ja, einverleibte Bildung. Das ist, ich lese ein Buch oder ich schaue mir Dokumentarfilme an und so weiter. Und die dritte Möglichkeit ist, dass ich mich in ein Erfahrungswesen verwandle, das selber Erfahrung macht, um Erfahrungswissen einzulagern. Man wird dann selbst zu diesem Wissen. Das verleibt man sich ein und wird Teil der eigenen Persönlichkeit. Und das ist eigentlich das Wissen, was diese Gesellschaft braucht. Aber das kann ich nur machen, wenn ich begeistert bin als Mensch über mich selbst, über die Welt und über die Dinge, die da draußen stattfinden. Und dann, dazu brauche ich Lebendigkeit. Dazu brauche ich eine Vitalität, die mir morgens sagt, wow, was für ein geiler Tag, was für eine tolle Sache das heute ist. Und heute bin ich wieder unterwegs. Und es ist spannend zu lernen. Und es ist spannend, Probleme zu haben und Probleme zu lösen. Jetzt meine ich nicht irgendwelche ganz dramatischen Probleme, die uns wirklich in eine depressive Phase bringen. Die meine ich jetzt nicht damit, sondern ganz normale alltägliche Probleme. Für mich sind Probleme immer eine Chance, mich weiterzuentwickeln. Kritik, wohlwollende Kritik, ist für mich immer etwas Positives, nichts Negatives. Ich fühle mich dadurch auch nicht angegriffen, sondern ich weiß, aha, hat er vielleicht recht, hat sie vielleicht recht und mache mir darüber ein bisschen Gedanken und dann habe ich die Möglichkeit, weiter zu wachsen, weil ich bin ja angewiesen darauf, ja, dass ich eine Resonanz bekomme und wenn ich die bekomme, kann ich sagen, rechts, links, vorne, unten, oben, unten, da gehe ich dann lang. Und das ist wichtig. Wichtig ist das, für mich ist es sehr wichtig. Also ich sehe Probleme als Chance, als Möglichkeit, mich weiter zu optimieren. Und das ist für mich eine ganz wichtige Sache, weil ich mich dadurch lebendig fühle. Ich halte mich also ständig in meiner Lebendigkeit aufrecht und dieses Gefühl der Lebendigkeit ist für mich unglaublich wichtig. Und aus diesem Gefühl heraus ist Bildung eine Leichtigkeit. Auch schwierige Dinge sind plötzlich total leicht, total einfach auch zu verstehen. Und man geht halt eben schön voran in diese Welt. So viel heute zur Bildung. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Bildet euch weiter. Euer Rüdiger. Tschüss.